So, Hallihallöchen, herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde von Warframe. Und eigentlich habe ich ja gesagt, ich nehme jetzt nicht mehr auf oder so und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es kam jetzt eine neue Quest raus, ein neuer Warframe, neues Waffenset. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, da ein bisschen was zu spielen, kann man das ja auch machen. Warum nicht? Wenn man Zeit hat und nichts anderes spielen will, geht das ja. Das Ganze kann man in einem Relay annehmen, da habe ich schon mal kurz nachgeguckt, um da nicht ein bisschen, also, um da jetzt keinen Blödsinn zu erzählen. Und, ja. Was baut sich denn gerade? Die Prime-Sachen bauen gerade, Limbo ist, Messer ist fertig. Genau, wir haben ja Messer fertig. Ich hole mir mal die Messerteile ab. Ja. Messerteile, sorry. So. Messer muss ich auch direkt. Kann ich. Achso, ich habe die. Habe ich die Blaupause überhaupt? Ich glaube nicht. Ich habe mir von der Morphlim noch nie die Blaupause geholt. Ja, dann holen wir uns mal das Tasse ab. Excellent. The final theorem. And it's unfragmented. Processing! Oh, wait, Limbo, no. That's a mistake. You don't want to go there. It's too big a jump. You can't rift walk. Oh. Oh, no. Operator, I think I know why we're finding Limbo parts scattered throughout the system. His final rift walk was a miscalculation. Disaster! Oh. Well, perhaps when you occupy this frame, you will use more caution. Oh, okay. Das ist ja nicht so gut gelaufen für ihn. Ich weiß nicht, wo kriegt man die? Die Quest habe ich abgeschlossen. Schön. Steht da jetzt. Geil. Aber kann man die Blaupause kaufen? Ja. Na gut, ich weiß nicht, ob man die... Ja, kann man. Ja, kann man. Aber der braucht drei... Das ist ja kein Prime Warframe. Da, wieso braucht ihr... Okay. Okay. 13. Oh. Na gut, dann kaufe ich mir auch gleich. Dann nehme ich auch gleich die Mesa mit. Mesa. Hoppla. EMS. Hallo? Was soll ich denn schreiben? So miese. So, und ihr braucht nur eine. Damit kann ich leben. So. Knackarsch. Okay. Wieder zwei Warframes, die sich in... Na gut, noch nicht ganz, aber gleich. Warte. Mesa. So. Kostet 25.000. Kann ich mir ja noch leisten. Scheiße, wie heißt der andere? Limbo. Limbo, der braucht sonst eh nichts. Perfekt. Perfekt. So, sieht gut aus. Sonst irgendwas, was wir bauen können. Bauen wollen. Vielleicht die Boater können wir bauen. Wir können so viele Sachen bauen. Plastide muss ich auch farmen gehen irgendwann mal. Zestra. Ja gut, jetzt haben wir eh eine. Ein paar schöne Nahkampfwäffchen. Na gut. Wir wollen jetzt nicht zu viel rumquasseln. Ich weiß nicht, wie hoch das. Ja gut, wahrscheinlich. Sehr hoch. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie hoch das Level für die Glass Gambit ist, aber zu hoch wahrscheinlich. Das sieht so traurig aus mit diesen Max und dann 17, 25, das... ja, das ist sehr traurig. Hier sind auch mal Warframes. Wukong. Wo ist denn... Ist Netzer überhaupt hier eigentlich? Ja, da. Hihi. Er hat Push letztens irgendwann gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe. Glaube ja, aber das war ein... Ja, ich weiß es nicht mehr so genau. So. Ich nehme Frost. Okay, und den Rest lasse ich mal so, wie er ist. Ich spiele gerne mit Frost. Der ist natürlich nicht...
Der ist jetzt noch nicht unbedingt. Was gibt's denn hier für Herausforderungen? Eigentlich habe ich vorher mal kurz geguckt, aber. Wie sieht eigentlich mit Red Rain aus? Ist das jetzt schon fertig? Jo. Es steht alles an. Es steht einfach alles an. Weil das Schlimme ist, ich habe hier Red Veil und habe jetzt nicht mal noch die Parent Sequence hochgelevelt. Aber ja, die Red Veil, die bietet mir halt diesen wunderschönen. Ah, ich habe Beschleuniger, das geht schon. Es ist eher das Geld. Es ist eigentlich eher das Geld, was mir Sorgen macht, als der Orokin-Beschleuniger. Ja. Ich liebe dann seine Stimme auch, übrigens. Ja. Ja, gut, wahrscheinlich nimmt man hier sowas, ne? Aber kurzer Griff. Ich wüsste nicht, für was ich die brauchen sollte. Aber ich meine, das wäre auch nicht schlecht. Dann würde ich mehr Dings kriegen, aber. Fluktus, akut. Ich nehme den Griff. Warum nicht? Was kostet der nächste Griff? Na klar, man kann es nicht noch mehr übertreiben. Nein, natürlich nicht. A shame to see such potential squan. Hapsch. Ich finde die auch, ganz geil, aber ich habe mich halt für alles andere entschieden. Okay. Somit können wir jetzt zumindest Red Veil ein bisschen weiter leveln. Ich komme auch direkt von der Batman-Aufnahme. Alter, das waren jetzt zwei Chapters durchgespielt. Beide, also 3 Stunden für 2 Chapters. Die braucht auch nur immer 1,5 Stunden, das ist traurig gewesen. Guardians of the Void. Was ist das? Deus Lucifi. Das kann nur ein anderer Warframe sein. Aber ich finde Guardians of the Void finde ich geil. Ist ein cooler Name. Gut, okay, die Waffen passen jetzt überhaupt nicht zu dem Warframe, aber. So, ich habe vorher schon den Part gefunden, wo man mit dem Typ reden kann. Hier, irgendwo. Hi. Das nur sie mich eher nicht. Time is credit tenor. So ja. Forgo the usual formalities. We have a dire problem, you see, concerning the Mykona people. Have you heard of them? Nope. I see you. Well, they are quite resourceful. Unusual, really. The Mykona earn a living by harvesting the biological products of the infested. A dangerous trade, and we Perrin have always given them fair value for their goods. But I've received disturbing news. That cleric of greed, Nef Anyo, has raided their colony, making off with more than just the resources they depend on. It seems he took, well, here, look at this. The dark-eyed man smashed our colony gates and kidnapped us. Locked us in here. But I don't care. It's mom and dad I'm worried about. Without the gates, the mumblers will be coming. They'll get sick, they'll start to mumble too. That can't happen. Papa says I'm blessed, so maybe I should pray? I'll pray for the Tenno to come. I'll pray for the Tenno to save my family. Kein Problem. That's She was taken along with several more Mykonian children. Those who remain are under siege from the infestation. Before we can rescue Neva and the other captives, we must first restore the Mykonians' defenses.
Our financial strength is useless against the Mindless Horde. We need Tenno Muscle. Will you help Niwa's people? Oh, vielleicht später. Ich habe jetzt keine Lust. Nee, natürlich. Fangen wir gleich mal an mit der Quest. Warum nicht? Such generosity. I knew the Myconians could rely on you, Tenno. Ja. Achso, das war's. Na gut. Gut, dann. Ciao, ne? Limbo ist fertig, der wird gebaut. Das finde ich schön. Haben wir jetzt gleich. Dann kriegen wir jetzt. Ich krieg morgen 3 neue Warframes. Gleich. Ich krieg 3 neue Warframes morgen und dann kriege ich in 3 Tagen nochmal 2 Warframes. Yeah, und ich komme einfach mit dem Level nicht hinterher. Tenno, hier ist eine Zeichnung, die mein Agent aus Nuvas Zelle schmuggeln konnte. Nur falls du daran erinnert werden musst, wem du hilfst. Arr. Der Ergo Glast. ja. Tenno, I trust Ergo Glast, but a colony that survives amid the infestation? It seems impossible. We will see. So, jetzt ist die Frage. Infested. Infested, Infested ist, glaube ich. Magnetis. Ah, genau. Explosionsschaden, genau. Explosionsschaden ist für Infested gut. Was haben wir hier drinnen? Flammenladung und Hornissenstich. Das haben wir Feuer. Kriegen wir irgendwas? Ja, genau. Genau, das wollen wir auch drinnen haben. Einschlag brauchen wir da nicht, ne? Nö. Würde das nicht mehr Sinn machen? Macht mehr Sinn. Habe ich noch irgendwas, was ich mit für 3 reingeben kann? Und für 2 irgendwas sinnvoll. Ja. Sagt was Sinnvolles. Reservemagazin ist eine Möglichkeit. Sicherer Schuss? Oh, naja. 2. 10% Status. Oh. Okay. Und dann noch in die Waffe schnell. Was haben wir da drinnen? Da haben wir Magnetismus drinnen. Nordwind und Schockberührung. Wir brauchen schmelzender Einschlag und Schockberührung. Und Nordwind. Und da muss ich natürlich... Ich muss mal hier ein paar Sachen pushen. Keine Ahnung. Berserker, Blutrausch und so. Das sind so die Sachen. Blutrausch und Berserker werde ich jetzt mal pushen. Wenn das was bringt. Und sofern das nicht zu viel kostet. Was bringt das? 50% Crit Chance? Heilige Scheiße. Blutrausch und Berserker. Ich werde das mal auf... Was? 29.000 ist schon viel. Berserker. Dass ich das, das kombiniert sich ja ein bisschen. Ja, lassen wir mal. Für 16 Sekunden. Ach, Scheiße. Okay. Oh, und jetzt haben wir nur 67.000. Wow. So, wie viel Platz noch? Mehr ist genug. Okay. Dann könnten wir theoretisch Opferzahl auch noch erhöhen. Erhöht die Kommodauer um 2 Sekunden. Naja. ja. Plus 90% Crit-Chance. Stapler mit Combo-Multiplikator. Okay. Na gut. So, dann sollten wir für die Infested sollten wir jetzt eigentlich gerüstet sein. Und ich starte gleich mal die erste Quest. Achso, ich wollte noch schauen, ob ich mit Ember spielen kann. 25 bis 30. Ah, gucken wir mal.
Ja, es ist gerade so Minimum Level. So, es ist zwar nicht mehr Weihnachten, aber ich will jetzt Ember gar nicht so gerne eigentlich verändern. Nee. Na, Schwarze sieht nicht schlecht aus. So. Weil die Waffen sehen ja geil aus eigentlich, ne? Ja, ich werde sie. Vielleicht die Nebenhandwaffe werde ich anpassen. So unnötiger Scheiß eigentlich. Die Energie. Kann ich die Energie irgendwas anpassen? Ich meine, bei Emma passt Rot ja einfach. Ich nehme Pink. Das hat Style. Außerdem ist Amber eine Frau. Das passt ganz gut. Das soll jetzt nicht heißen, dass Frauen gerne auf Pink stehen. Ja, das nehme ich gleich wieder zurück. Aber trotzdem. Für mich ist Ember eine Frau, auch wenn es der einzige Waffle ist, der zu meinem Namen passt, aber trotzdem. Phobos auch noch. Ja gut, aber es sind Infested, das sollte mit der Waffe kein Problem sein normalerweise. Moment, Trinken geht aus. Hab ich vorher schon erwähnt, glaube ich schon, ne? Ja, na gut, schauen wir mal, wie die Quest ist. Der neue Warframe hört er sich auch ganz interessant an, eigentlich. So, was muss ich hier machen? Ich hab Ember schon ewig lang nicht mehr irgendwie gelevelt. Mr. Anyo took more than Mykona's most promising youth. He left the colony defenseless. Three gateways lead into the colony. They all need to be shut. Ich muss aber nicht ver... Muss aber nicht verteidigen, oder? Ja, das geht gut. Das geht gut mit der. Also. Ja, mit der Waffe geht das so gut, wie ich das. Wie ich mir das gedacht habe. Die Nebenhand streikt ein bisschen. Aber es ist halt eine Nebenhand, das wundert mich weniger. Die ist für das Level nicht so ganz ausgerüstet. Sag ich jetzt mal. Oh, was für eine schöne Farbe. Alter. Da kommt nie als alle her. Habt ihr euch ausgegraben? Aber wartet nur, bis ich meine ultimative Fähigkeit zünde. Klar, mach dich einfach mal unsichtbar. Sollte er viel öfter einsetzen. Alter, ernsthaft? Was tue ich mit einem Argon-Kristall? Schön, dass ich einen finde, aber... Oh, hoppla. Hat's überlebt. Wie weit sind denn die Eingänge weg eigentlich? Ich meine. Hoppla. Da ging wohl was mit mir durch. Also die Farbe passt ja nicht so prickelnd mehr zu Ember. Wenn man bedenkt, dass das ein. Wenn man bedenkt, dass das ein Feuer-Warframe ist mit rosa Fähigkeiten. Nee. Ernsthaft? Eher nicht so.
Maxi Bars habe ich nicht angepasst, farbmäßig. Welch Schande! Finishen. Nein, nicht auf mich zulaufen. Ich häng fest. Hier. Hier, Alter. Jetzt aber, ne? Jetzt ist dann aber gleich zu Ende, oder? Alter, was? Was? 20 Minuten schon? Ja, hallo. Ich gehe einfach mal weiter. Hallo. Hallo. Ja, na klar. Bams. So. Reicht mir. Ob der hier infestet. Wenn ihr Bock habt. Warte mal. Er ist hier ein bisschen im Bedrängnis. Den muss ich ein bisschen schützen. Was? Kann ich nicht aufpassen oder was? Geh doch weg hier! Eine Zumutung! Was willst du, 6 Jäger sind noch am Leben? He left these people defenseless. And for what? Profit? Typical Corpus mindset. Erstmal, dass destroyed ist, kann der, glaube ich. Ja, 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 ja. Und klar. Ja, ja. Was? Was ist los denn da? Ich glaube, wenn kein Jäger mehr wenn keiner mehr von denen übrig ist, kann niemand das vorschießen, ne? Und dann ist die Mission vorbei. Ja. Geht's dir noch gut? Diese Viehhasse. Ah, oh, er lebt noch. Wildes Durchschnitzen, das einzige, was mit der, was bei ihm weg ist. Spannend ist. Huch. These people are survivors. Over generations they have tapped, learning to live among the infestation. Earn a living as all should have the right to do, never asking for charity. Like the Baron sequels. They were Corpus once, but they too sought a future free from the corruption of boundless greed. If only Mr. Anyo shared this vision. Tenno. The Tenno are real! Nein, nicht wie. Was los? Wieso kann ich das nicht? So, weg mit dem. Da war Frost ganz geil eigentlich auch. Aber. Ich bin mir nicht sicher, ob der das noch überleben wird. Naja.
normalerweise habe ich mehr Energie zur Verfügung. Und immer noch 5 Gegner am Leben. Also. Da kann eh keiner durch. Weiß ich, Feste können springen, aber da können sie nicht hoch. Nein. Ja, bin schon da. Keine Angst. Ich töte schon alles. The colony is healed, but it's still crawling with infested. Clear them out so the Myconians can have their home back. Was soll ich? Ich soll die ausklären? Was bin ich zuständig? Oh, das sieht sehr gut an, ich. Ich bin mir nicht ganz so sicher, um was es eigentlich geht. Ich glaube, es geht um Kinder. Also es geht um diese Kolonie hier. Und da wurden Kinder entführt. Ja, habe ich gern gemacht. Dafür gehe ich jetzt ganz alleine raus, ne? Einen Andockpunkt habt ihr ja nicht da oben. Braucht man ja auch nicht, ne? Ich frage mich auch, wie die eigentlich überleben können. Weil. Achso, irgendwas hat gesagt, die organische Reste der von diesen Viechern. Na, wie sieht's damit aus? Kackvieh. Hauptsache ist, es ist noch eine Korpus-Dings vorhanden. Die Kamera. Die auch noch Alarm schlägt wahrscheinlich. Ja, na klar. Alter, das sind Zustände auf diesem Planeten. Eieieiei. So, was haben wir hier? Morphide, Rupedo, Argon-Kristall, Plastide und ein Ayatan-Kretian-Stern. Also, ich mich gerade frage, ist, was mache ich jetzt mit dem Argon-Kristall? Ich brauche den doch nicht. You fought with the generous spirit, Tenno, but now we must work to free the Myconians and return the Triune. The sequence offered to pay Anyo an exorbitant ransom, but he laughed it off. He doesn't need the money. So, we have no choice but to exploit Anyo's weakness. His love of gambling, our only chance of freeing these people, is to challenge Anyo and his brokers in the Index. Slow down, Glast. My Tenno have already offered immense help, and now you want them to enter the Index? This is dangerous work. Ja. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon mal gemacht, beim Index teilzunehmen. Das ist jetzt nicht so die große Herausforderung. Aber ja. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ja gut, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja, aber so im Grunde gefällt mir die rosene Energie gefällt mir bei Ember überhaupt nicht. Das geht nicht. Das passt einfach nicht. Das ist ein.
Das ist ein Flammen-Warframe. Der kann keine rosa Energie versprühen. Das Blau ist noch okay, aber rosa doch. Na gut, ich muss den sowieso nochmal umstylen. Der gefällt mir sowieso nicht. Aber okay. Na gut. So, dann war es das jetzt für die Folge. Ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt nur wieder 30 Minuten verplempert. Ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Ich meine, was habe ich am Anfang getan? Ich weiß es nicht mehr, aber dürfte anscheinend viel gewesen sein. Na gut, ich sag danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Baba.